Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Ja, ich bin jetzt eigentlich zum Standort der nächsten Mission gegangen, nämlich von dem Süleman, weil für die liebe Sophia haben wir jetzt alle Quests im Moment gemacht, es gibt keine mehr. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass der mir irgendwie, ich bin über die Mauer gesprungen und jetzt kann man hier schon die Option jetzt ablehnen, annehmen. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen an und jemanden töten ist die volle Synchro. Naja, wir fangen an mit der nächsten Prinz Süleman Mission. Gut, heimlich in den Topkapi-Palast eindringen und Süle, um Süleman zu erreichen. Ja, und niemanden töten. Okay. Heißt, auch die Assassine dürfen keinen töten, glaube ich. So, da hinten steht Janica. Der darf uns natürlich nicht entdecken. Sind hier welche? Anscheinend nicht. Och, da sind Roma. Die nehme ich doch direkt. Die können auf jeden Fall helfen. Ja, klingt nach Spaß. Und ich finde dieses blöde Cappy doof, was wir da jetzt haben an der Seite. Das finde ich doof. Ja, kann ich nicht wieder inkognito werden? Dankeschön. So, mal gucken, wo ist er denn? Gut, da hinten steht er auch schon, glaube ich. Das heißt, so weit ist es gar nicht mehr. So. Hier scheint jetzt, glaube ich, auch niemand mehr zu sein. Das heißt, ich kann ein bisschen vorgehen. Aus dem Weg, tschüss. Und da ist er ja. Hallo, alles fit bei dir? Anscheinend nicht. Der guckt so bedrückt. Tariq war kein Verräter, Süleman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tariq, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Cappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleman, Süleman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tariq, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Klar, aber mit so vielen Waffen und Rüstungsplatten, ja, nee, Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Gut, den Topkapi-Palast ungesehen verlassen. Gut. Versuchen wir das da auch wieder zu schaffen. Können so. Wir helfen? Ja, ihr könnt mir helfen, ihr Süßen. Könnt mir dabei helfen, unbemerkt wieder zu verschwinden, denn ich bin Marcello, ein Berater. So, mal gucken. Vielleicht erreichen wir dann auch die volle Synchro. So. Geht's hier runter? Ist da jemand? Nö, anscheinend nicht. Wie wäre es mit einem Gut. Hui, das ist ja so ein Rosenbusch. So. Hier dürfte jetzt eigentlich niemand sein. Wow, doch da. Hilfe. Uiuiui. Ach, scheiße, der sieht mich. Boah, ein Glück. Gut. So, ich darf niemanden töten. Lauf vorbei, los. So. Mal gucken jetzt aber, oder? Jetzt sollte es funktionieren. Nee, euch arrangiere ich jetzt nicht. So, weg bin ich. Ja, optionales Missionsziel beendet. Super. Gut. Und da die Mission ja jetzt überhaupt nicht lange ging und eigentlich auch nur eine Berichterstattung war, können wir auch direkt die nächste Sache machen. Und die ist auch hier direkt da vorne. Und wir haben endlich mal volle Synchro erreicht. So,
Okay, das war eigentlich ziemlich unnötig jetzt, dass wir auf den Dächern sind. Naja, egal. Auditore. Okay. Ah, das kenne ich auch ein bisschen aus dem... In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Ach, ja, damals in den ersten Gameplays von Revelations. Das ist, glaube ich, die Mission jetzt. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier, ich habe etwas für euch. Vorsicht, es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Ja, genau. Das kennt man auch aus der Mission, auf der E3, auf der Gamescom, aus diesen Trailern. Also ja, ich sag's gleich. Und Favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Ja, so, was ich jetzt sagen wollte ist, auf der E3, auf der Gamescom in Köln, und auch in den ganz vielen Trailern, die man anfangs gesehen hat, ist es so gewesen, dass, gut, hier schicke ich meinen Assassinen, dass man einfach, ach, da hat man diese Mission gesehen, und ja, man, also, okay, volle Synchro ist nicht gescheitert, wenn die das machen, die können jetzt mal schön kämpfen, ach, da steht ja auch, glaube ich, nur niemand mit der versteckten Klinge töten, oder? Niemand mit Klinge töten. Also ich denke mal, Klinge bedeutet ja Schwert, oder? Was anderes. Naja, egal. Gut, dann befestigen wir das hier doch mal. Ja, das kenne ich auch. Das gibt richtig Action. Boah, heftig. Oh klar, der ganze Turm bricht zusammen. Oh Mann. Und guten Tag, meine Freunde. Alles fit bei euch? So, dann kommt mal her. Hey, wie du wirfst Wurfmesser. Hä? So. Hey, nicht ausweichen. So. Wie volle Synchro gescheitert gibt's doch nicht. Naja, ihr müsst mal kurz dranbleiben, bitte. Und da bin ich wieder zurück. Ja, ihr kennt das ja. Meine Mutter ist nach Hause gekommen. Die ist ja schon mittlerweile ziemlich bekannt in meinen Parts bestimmt. Naja, aber wieso niemand mit einer Klinge töten? Also verstehe ich nicht. Also ja, ich gehe einfach nach hier oben. Ist auch egal. Hey, sollt mich da hochlassen. Dankeschön. Ah ja, jetzt kommt das ja. Ah, das ist so geil. Juhu. Wie bedient man das denn? Das sah in den Trailer wie einfacher aus. Hilfe! Ja, aber das hat auch so eine Reichweite, ne? Ah! Hilfe! Ich kann es nicht bedienen! Mann, zu schlecht dafür. Was mache ich denn da? Nein! Ja, wenn ich da jetzt mal zielen könnte. Ich komm schon! Ach so, ob das schafft, was kein Leben mehr. Gut, dann kann ich nicht mal hier weggehen und einen Trank nehmen. Ja, ich sterbe eindeutig. Kommt schon, ey, wie bewegt man das Drecksteil denn? Ey, das ist alles so spiegelverkehrt, aber trotzdem schaffst du irgendwie nicht. Ah! Dass ich überhaupt noch überlebe gerade. Ja, das habe ich. Hier jetzt noch. Na, war ja klar. Mann, aber die Steuerung ist ja auch verkackt. Keine Ahnung, im Trailer, da sah das so einfach aus. Da, machen die das mal eben so spielend. Ach ja, lass ihn nicht entkommen, ganz toll. So, dich habe ich. Nummer 3 und hier Nummer 4. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Ja, ihr säubert die Docks. Gut, macht das mal. Und jetzt nochmal. Ich mag die Art, wie ihr denkt. So, jetzt genau spiegelverkehrt machen. Das mache ich hier erstmal die großen Schiffe. So, erstmal die Typen hier alle. So, aber das ist trotzdem immer noch so scheiße schwer.
Kommt schon, geht doch mal sterben. Der da auch noch. Gut. Kommt schon. Boah. Naja, wenigstens kriegst du allmählich so ein bisschen hin. Aber trotzdem, das scheiße ist schwer irgendwo. Ah, komm schon, wo sind jetzt, wo sind die anderen Schiffe? Oder muss man das hier immer noch weiter abfackeln? So, ich glaube schon. So ein bisschen. Ach ja, hier, die schießen ja immer noch auf mich. Aber nicht ins Wasser, Ezio. Da bringt uns das nichts. Ja, 5. Ah, das hier muss nur abbrennen. Gut. Aber ist auch unendlich das Feuer anscheinend. So. Gehen Flammen auf, scheiß Schiff. Komm schon. Hau Mann. Ja, wo ist denn jetzt das 7. Schiff? Ach, ist auch fertig. Gut. Hab ich's geschafft? Ja, geht doch. Super. Oh mein Gott. Ja, und jetzt beginnt ja diese coole Hetzjagd. So. So. Dann geht's mal los, ne? So. Und ab geht's. Action pur. Und hepp. Boah. Ist klar, Ezio, wirklich. Also, du wirst mit dem Alter nur noch gelenkiger. Echt. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, logisch, klar, natürlich. So. Hepp. Ah, ich bin ins Wasser gefallen, na ganz toll. Schon wieder. Super. So, schön mit der harten Klinge. Ach, na ihr wollt mich jetzt mit Wasser bewerfen? Ja, logisch. Er darf das Schiff nicht erreichen. Oh doch, ich darf das Schiff erreichen. Ich ignoriere euch einfach. Tschüss. Aua. Unverschämtheit. Ich gehe einfach. So, könnt mich mal. Verbrennt doch alle auf dem Schiff. So. Das war nicht gerade sehr subtil. Ah, der Piri Reis. Sie verzeiht die Verspätung. Ja, Hauptsache, da brennt noch alles. Gut, wo führen die uns jetzt hin? Oder der? Och ja klar, mal eben eine ganze Schiffswerft verbrannt. Das geht doch, das rockt. Ezio hat echt Talent. Segel setzen. Scheint jetzt ab in eine andere Stadt. Naja, ich würde sagen, hier beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal.